Zirschend verkochte der frostige Höllenhund unter dem magischen Feuer und fuhr zurück in die Verdammnis. Stinkender Orkdreck. Wo blieben die Schiffe? Sanin schlug mit der Faust so stark auf die Reling, dass das Holz splitterte und der Steuermann erschrocken zusammenfuhr. Es hatte gut begonnen, doch die Verschlagenheit des Komturs hatte sie überrascht. Er konnte von diesem Angriff nicht wissen, aber dennoch hat er seinen Kapitän darauf vorbereitet. Havax wählt immer noch die besten Leute aus. Sanin kam nicht umher, den Freund aus vergangenen, halb vergessenen Tagen zu bewundern. Die Seeadler von Beilung war überraschend am Horizont aufgetaucht. Wie erwartet, legte der Kapitän der schwarzmariskanischen Galeere Beulenpest es nicht auf eine direkte Konfrontation an, sondern lenkte sein Schiff in das Gewirr aus kleinen Inseln und Untiefen südlich von Maraskan. In der Hoffnung, die größere Galeere abzuhängen. Doch dort wartete bereits Kotnas mit seiner Tiger von Maraskan. Wie ein Pfeil schoss die wendige Talukka auf das gegnerische Schiff zu und ein Feuerball Felixigigas setzte das Schiff der Galeere in Brand. Sanin hatte sein Sprechrohr schon fast am Mund gehabt, um den Befehl zum Rammen zu geben, als die Dämonen kamen. 5 Kamanti, kalbsgroße Hunde mit Leibern aus niederhöllischem Eis, tauchten aus dem Nichts auf. Während ein Kamanti das Feuer auf dem Schiff zum Erstarren brachte, hetzten die anderen 4 der Seeadler entgegen, wo ihre klauenbewehrten Pfoten das Wasser berührten, gefror Wasser schlagartig. Sanins Mannschaft warf sich mit Klingen und Magie den Höllenbestien entgegen, der Angriff aber musste abgebrochen werden. Derweil versuchte Kotnas, die Tiger von Maraskan an das größere Schiff des Feindes heranzubringen, doch der Kapitän ließ bereits die Rotzen sprechen. Durch sein geliebtes Fernrohr musste Sani mit ansehen, wie sich die Rudersklaven der anderen Galeere in die Riemen legten, um Abstand zwischen sich und die Angreifer zu bringen. Verdammt, diese Höllenknechte dürfen uns nicht entkommen. Wenn es dem Kapitän der Beulenpest gelang, sein Schiff tiefer zwischen die Inseln zu steuern, würde ihm nur die Tiger von Maraskan folgen können. Und die Talukke war der Galeere hoffnungslos unterlegen. Schau. Wilbo berührte ihn am Arm. Es schien, als wollte Kotna aus der Galeere den Weg abschneiden. Dieser verrückte Maraskaner bringt sich noch um, polterte Sanin, das dünne Lächeln seines Deckoffiziers entgegen ihm. Plötzlich wendete die Beulenpest. Was bei allen Heiligen? Zwischen der Beulenpest und der Tiger begann das samtblaue Meer zu kochen und sich zu verdunkeln. Ein 6 Schritt messender, gehörnter Vogelspinnenleib erhob sich aus dem Wasser und wo seine verwachsenen Beine das Meer berührten, begann alles zu brennen. Ein Vatareor, erkannte Sanin. 8 gehörnter Diener der unbarmherzigen Ersäuferin. Sie hatten nicht zum ersten Mal mit einer solchen Kreatur zu tun. Und die letzte Begegnung war ihm noch schmerzhaft in Erinnerung. Der Spinnendämon starkste der Tiger von Maraskan entgegen, während der Kapitän der Beulenpest sein Schiff auf das offene Meer hinauslenkte. Sanin verzog mürrisch das Gesicht. Captain, Wilbo sah ihn fragend an. Steuermann, halte Kurs auf den Dämon. Alles bereit machen zum Rammen. Wenn einer Kottners Schiff versenkt, dann bin ich das, nicht irgendein eitriger Haushof der Niederhöllen. Und die Kamanti? Mach ihn Feuer, Wilbo. Ich will diese Biester von meinem Schiff haben. Der Rammsporn der Seeadler hob sich angriffslustig aus den Wogen, als die Roher sich in die Riemen legten. Die 8 Schritt Kernholz und Zwergenstahl konnten durch die magische Arcanium-Legierung auch Dämonen gefährlich werden, und sie hielt noch weitere Überraschungen bereit. Auf dem Deck wurde derweil erbittert erkämpft. Eine Söldnerin, Rovinia, ein dralliges blondes Mädchen, das vor 3 Jahren in Kunchum an Bord gekommen war, wurde von einem Kamanti in Stücke gebissen, ehe sein Unleib in klirrende Einzelteile zerschlagen werden konnte. Sanin hatte nur noch Augen für das Ziel. Mittlerweile hatte er selbst das Steuer übernommen. Die Seeadler nahmen an Fahrt auf und die geflickten Segel mit dem Wappen des Mittelreichs blähten sich majestätisch im Wind auf. Du ungeschaffene Bestie, verschwinde aus meinem Perlenmeer. Der Rammsporn bohrte sich in den aufgeblähten Dämonenleib, der zu spät versuchte zu entkommen. Ein Ruck ging durch das Schiff, als hätte es ein viel größeres, massiveres Ziel gerammt. Sanin wurde fast von den Beinen gerissen. Der Dämon versuchte bereits, sich mit seinen Beinen gegen die Galeere zu stemmen, um sich von dem Sporn zu befreien. Im letzten Augenblick aktivierte Sanin den Zauber, der in dem magischen Arcanium schlummerte. Ein Feuerball explodierte, unmittelbar am Dämonenleib. Der neuerliche Ruck ließ Sanin endgültig stürzen. Dämonischer Schwefelbrocken und loderndes Holz des stellenweise geborstenen Bugs gingen auf das Deck nieder. Doch die Gefahr war gebannt. Sanin rappelte sich auf. Die Tiger von Maraskan ging linksseits. Kotnas Hahn blickte ihn mürrisch an. Mit die Moongeschaffenen wären wir schon fertig geworden. Wir sind Maraskaner. Mit vielbeinigen Kropzeug kennen wir uns aus.
kein Wort des Danks, aber auch das hatte Sanin nicht erwartet. Jetzt entkommt uns die Beute. Behutsam klappte Sanin sein Fernrohr aus. Erleichtert stellte er fest, dass es keinen Schaden genommen hatte. Die Beulenpest hatte bereits Fahrt aufgenommen. Es würde schwer werden, sie noch einzuholen. Möglich, wenn die Winde günstig blieben. Oder wenn... Da. Im Westen tauchten drei mittelreichische Galeeren auf und schnitten der Beulenpest den Weg ab. Keine Schiffe aus Perikum, wo die Admiralität Sanin immer noch nicht verzieh, dass er die Seeadler von Beilung gekapert hatte. Nein, diese Schiffe kamen aus dem Südmeer. Deutlich erkannte er an der Spitze den Stern von Beilung, die Chivone seiner Tochter Deirdre. Keinen Augenblick zu spät. »Ich sehe das anders, Kortnas«, rief er zu dem Maraskan herüber und ergötzte sich an dem verdatterten Ausdruck auf dessen Gesicht. Nach 20 Stunden der Reise liegt vor euch der Hafen von Hoth-Alem. Es ist bereits dunkel, doch die Stadt ist erleuchtet in einem Licht zahlloser Fackeln, die an den verschiedensten Positionen angebracht sind. Sie trotzen dem steten Regen, der euch seit eurer Reise begleitet und nicht verschwinden will. Es ist angenehm warm und es weht kein Wind, doch die Planken eures Decks sind glitschig. Der Herbst ist Regenzeit und so kann es hier tagelang regnen. Die Stadt an der Tirop-Mündung könnte ein Gemälde von Eldan Gorbas sein. Und so schreiben wir den dritten Boron, 1031 nach Bosporans Fall. Na, Kapitän, seid ihr auch endlich aufgestanden? Ja. Und gibt's also Neues? Wir sind da. Naja, noch nicht ganz, aber wir sind nah dran. Nun, Klarschiff. Fertig machen zum Anlegen. Ja, Kapitän, sagt doch erstmal, was ihr da wollt. Nun, wir müssen diesen Bakterier abliefern. Ich will ihn nicht auf meinem Schiff haben. Macht Sinn. Weiß jemand besonders viel über Hoth-Alem? Ich weiß eigentlich nur, dass die Mittelreicher hier rumkrebsen. Ich war noch nicht hier. Keine Ahnung. Ja, nicht wirklich. Die Alemitischen Bucht habe ich noch nie besegelt. Ich bin nie weiter über die Straße von Sella hinausgekommen. Oh, schade, ich dachte, ihr hättet vielleicht schon mal hier angelegt. Nun, wir legen an, erkundigen uns, wo der nächstgelegene Praios-Tempel ist und geben diesen Paktierer ab. Das sollte nicht allzu schwer sein. Ja, der Praios-Tempel soll zumindest riesig sein, so viel man hört. Wenn wir aufs Deck treten, können wir ihn vielleicht sogar schon sehen. Umso besser, dann können wir ihn nicht verfehlen. Das ist dann schon wieder Jahre lang. Ach, hat er immer noch diese Anfälle? Ja, Meditation nennt er das Ganze. Ach so, Abenteuer. Wir sind da, habe ich schon gehört, oder? Ja. Sehr schön. Macht alles klar zum Anlegen. Tja, könnten wir machen. Warst du schon mal in dieser Stadt, Hasswolf? Hoth-Alem, nein. Ich hatte ein bisschen mit Jalan drüber gesprochen. Der ist wohl jetzt gerade mit Zulamin beim Schrein. Ja. Ich weiß nicht genau, was sie da machen, aber sie wollen nicht gestört werden. Die Dukatengardisten lassen zumindest niemanden rein. Nun gut, ihr werdet schon wissen, was er tut. Wie geht's unserem Gefangenen? Tja, er lebt noch. Zumindest wenn Rafim noch was von ihm übrig gelassen hat. Ja, also es geht ihm ausgezeichnet. Den Umständen entsprechend. Ausgezeichnet. Rafim war außerordentlich sanft zu ihm, da habe ich Basaltfäuste schon deutliche grausame Taten anstellen sehen. Naja, er hat schnell geredet. Ich war überrascht. Nun, zumindest war in der Hinsicht hilfreich. Er konnte uns einige, Stärken und Schwächen des Dämons mitteilen. Was habt ihr jetzt eigentlich gefunden in diesem komischen Turm da? Oh, eine ganze Menge. Wir haben sehr interessante Schriftwerke gefunden. Dann haben wir Briefe gefunden. Offensichtlich von Dimiona. Hm. Also hat es sich gelohnt. Gut. Ja, natürlich. Hat sich sehr gelohnt. Man kann ja bei euch nie wissen. Und erzähl mal, wo ist denn drin? Oder ist das Verschlusssache? Nein, das ist ganz spannend. Lass mich einmal sehen. Ich krame sie schnell einmal hervor. Wo habe ich sie denn? Ah, hier.
Erster Brief. Seid gegrüßt, mein Freund. Wir sind uns nie persönlich vorgestellt worden, doch wir können euch versichern, wir sind es. Dieses Wir ist groß geschrieben. Ich nehme an, die Million erhält sehr viel von sich. Wir. Das ist dieses Plural des Majestatis, oder? Wir haben durch Zapata Merisa von euch und eurem Erbe erfahren. Wer das ist, ich bin mir nicht sicher. Zapata ist, glaube ich, ein Titel. Aber kann auch was anderes sein. Meint ihr eine Satrapa? Ja, ja. Ach so. Wie ihr sicher wisst, untersteht unserer Peitsche die Ironische Halbinsel. Und wir sind die Auserwählte der Einen und Alleinzigen. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass es sich um die Miona von Zeugern handelt. Na, Oran und auserwählte Zeug. Wir fordern euch hiermit auf, nach Elberum zu kommen und gehen Cash Altarif überzusetzen. Ich glaube, das war das, was wir erobert haben, oder Abelmir? Muss dieses verfluchte Kloster. Das Schicksal Araniens ist mit eurem Meister und den Heiligen Gürtel verknüpft. Eilt euch, DVZ, wahre Herrscherin des Mogulats, 1024 nach Bosporans Fall. Das war der erste Brief. Der Brief dann, ist 7 Jahre alt. Nun, ja. Also quasi von gestern. Denn der nächste ist von 3 Jahren später, von 1027. Wir haben uns aus den Augen verloren. In den Bestrebungen des Kriegs mit Hafax kommen unsere Bestrebungen zu einem Ende. Ihr habt damals unsere Einladung ausgeschlagen und wir bitten kein zweites Mal. Der geballte Zorn unseres Ehegatten Hafax wird euch treffen und die Bluttempler werden euch vernichten, wenn ihr euch nicht binnen 2 Wochen nach Eingang des Difars einfindet. DVZ, wahre Herrscherin des Mogulats, 1027 nach Bosporans Fall. Ja. Diese beiden Briefe, schaut einmal hier, sehen sich doch sehr ähnlich. Also, fällt euch was auf zum dritten Brief? Die Anschrift. Ah, ja, ja. Dritte Brief. Du dummer Narr. Damit meine ich nicht euch. Das Wolf, das steht hier. Glaubst du wirklich, wir wären gestorben? Unsere Macht ist nach dem Verlust von Cash Altarif ins Unermessliche gestiegen und du wirst von der Skorpiongarde zerrieben werden. Unsere Geduld ist am Ende und Entschuldigungen wird es nicht geben. Nur endloses Leid ohne einen erlösenden Tod. Unsere Stiefel werden dich zerreiben. Sag uns, was du von Niobaras Erben weißt und wie ich den Gürtel finde. DVZ, wahre Herrscherin des Mogulats. 1029 nach Bosporans Fall. Da müsste sie eigentlich schon tot sein. Ist sie aber nicht. Der Tarif klingt wie eine Festung. Was genau ist das? Ist ein Kloster. Ein mir gehörter Dämon war dort nun ja gefangen. Gebannt durch einen Säbel des ersten Herrscher der Gattin von Aranien. Er war versteinert. In jedem Falle habe ich einen mächtigen Erzdiener gerufen, der den versteinerten Leib tief, tief, tief in eine Grotte in der Erde gebracht hat, wo kein Sterblicher ihn jemals wieder ansichtig wird. So haben wir den Dämon quasi aus dem Spiel genommen. Das Kloster besteht immer noch. Das ist richtig, aber mittlerweile sollte es doch gereinigt sein. Und habe ich das richtig verstanden, als Sie im zweiten Brief Hafax als Ihren Ehegatten beschrieben? Ja, aber Hafax ist dir in den Rücken gefallen. Das hatten wir mit ihm ausgehandelt. Abelmir, willst du das nicht erzählen? Das haben wir vortrefflich gemacht. Nun ja, wir konnten uns mit Hafax einigen, dass der Einfall nach Aranien beziehungsweise auf die Elburische Halbinsel gemeinsam stattfindet. Sie konnten dadurch Zorgern befreien und nun ja, Hafax tat, was Hafax tat. Er hatte seine eigenen Pläne, vermutlich. Ja, und dafür mussten wir ihm nur die sündengeweihte Yasina Melinai ausliefern. Ja, in der Tat. Aber macht euch keine Sorgen, ihr geht es gut. Ich habe erst unlängst mit ihr gesprochen. Nun ja, sie trat diesen Gang freiwillig an, soweit ich weiß. Das ist richtig. Sie kannte Hafax von früher. Eine romantische Beziehung vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich eine romantische Beziehung gab oder gibt. Er hat etwas vor mit ihr. Ich weiß noch nicht was. Ja,
Ja, das weiß ich auch nicht. Wer weiß schon, was Hafax vorhat, außer Hafax, ne? Der ist doch aber 90 Jahre alt, oder nicht? Ja, also noch ein Jungspund, ihr habt recht. Nein, im Ernst, er ist älter als ich, also das will schon etwas heißen. Für einen Menschen, nicht für einen Zwerg. Der Hochkönig ist viel älter. Ich hab eine Frage, Entschuldigung, Boltax, diese Skorpiongarde, haben wir die nicht umgebracht? Oder? Wir wissen nicht, ob wir alle erwischt haben. Ja, das stimmt natürlich. Nun, auf jeden Fall, diese Unterschiede innerhalb der Handschrift. Ich habe erst überlegt, ob es sich da wirklich um die Miona oder eine, naja, Nachäfferin handelt. Na, jemand, der vielleicht ihren Platz einnehmen möchte. Aber was ich interessant finde, die Art und Weise, wie diese andere Person schreibt, ist genauso, wie die Miona geschrieben hat. Und nun, sie scheint Vorkenntnisse zu haben. Sie lässt durchblicken, dass es um gewisse Aspekte geht. Deshalb würde ich dem Ganzen schon eine gewisse Legitimität zuweisen, dass es sich dabei wirklich um die Miona handeln könnte. Vielleicht gibt uns die Handschrift einen Hinweis auf die wahre Natur, auf die wahre Person, die jetzt nun die Miona beherbergt, sozusagen. Meint ihr jetzt, die Miona hat sich verkleidet und verstellt ihre Handschrift, oder wie? Nein, das wisst ihr nicht, aber wir vermuten einen alten exischen Zauber, eine Seelenwanderung. Böse Magie, die von Echsen kommt. Im Augenblick ihres Todes ist ihre Seele in einen anderen Körper gewandert. Tja, von den Ranga kann man ja nicht viel erwarten. Ganz genau, ganz genau, so sehe ich das auch. Nun, aber lässt natürlich mehrere Schlüsse zu. Wir ein Schriftstück von Arkos hier. Nun, wenn wir eine Person finden, deren Handschrift genauso ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass in diesem Körper die Miona steckt. Also Briefe von Arkos haben wir zumindest einen da, oder nicht? Das ist doch der mit dem Geld. Stimmt. Du musst doch irgendwo in den Unterlagen bei dir liegen, musst du mal auf deinem Schreibtisch gucken. Ach, genau, gute Idee. Ich gehe mal zum Schreibtisch, kram mal in die Unterlagen und dann ziehe ich mal den Brief raus. Die sieht wahrscheinlich nicht ähnlich aus, oder vermutlich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Arkos eine Heptarchin in sich beherbergt. Leg mal die beiden Briefe nebeneinander. Die sehen sich nicht sehr ähnlich, nein. Arkos scheint es nicht zu sein. Was hat er denn noch für Briefe bei? Vielleicht war es einer von den anderen? Lass mich einmal gucken. Hier ist von... das ist vom Hochkönig. Das ist ein schöner Brief. Und von hier ist die Mondsilber-Sultana. Moment. Die ist doch auch am Hof, oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Hier diese Sybia. Sybia al-Nabab, die wohnt doch neben Arkos. Ja. Nee, sieht aber sich ja auch nicht gleich aus. Irgendwas anderes. Nein, hier ist ein Brief von... Ihr habt einen Brief von Selindian? Oh, natürlich. Der Mann mag Drachen auch nicht. Und seine Handschrift ist aber ganz schön weibisch. Ja, das kann nicht sein. Hier, guck dir mal hier, diese Schrift. Wer ist denn das? Ist das der Hochkönig? Ich kann zwar nicht sehen, aber das ist... Ja, so muss eine Schrift aussehen, das ist männlich. Das war vom Hochkönig, genau. Das hier ist vom Schwert der Schwerter. Aha. Diamantis, habt ihr vielleicht einen Brief von eurer Frau? Die ist ja auch in der Umgebung unterwegs. Einen kleinen Schrieb habe ich wohl, den sie mir zum Abschied mitgegeben hat, aber ich... Vielleicht sollten wir das Spektrum der Verdächtigen etwas einschränken. Wenn wir voraussetzen, dass zum Zeitpunkt ihres Todes nur wenige um sie herum waren und wir uns auf diese beschränken. Wir sollten auf jeden Fall die Frau, die wir gerettet haben, ihr erinnert euch, die Chiaras gerettet hatte damals.
sollten wir auch in unsere Überlegungen mit einbeziehen. Wenn wir sie wiederfinden? Das sollte kein Problem sein. Naja, also hier steht ja auch, dass ihre Macht gestiegen ist. Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass sie sich mit einer Dienerrolle oder ähnliches zufrieden geben wird. Vielleicht eine hohe Händlerin. Sowas. Abelmir, was ist denn das hier für eine Scheiße? Was denn? Das ist Exisch. Mit sowas gibst du dich ab? Ich will das gar nicht. Ich will diese Scheiße hier gar nicht aussprechen. Ja, dann lief es doch nicht. Du kannst nur zu etwas Besserem werden, wenn du dich häutest. ein vortrefflicher Scherz. Abelmir, ich bin entsetzt. Haswolf zerknüllt den Brief und macht das Fenster auf. Nicht meine Merk mit der Scheiße! Und damit schmeißt er den Brief von Sabatin raus. Ich bitte darum, meine Korrespondenz pfleglich zu behandeln. Wenn ihr nicht lesen wollt, dann lest sie nicht. Dann spring aus dem Fenster. Und schmeißt nicht einfach meine Briefe weg. Ich habe hier einen Liebesbrief gefunden. Und Zulamin. Vielleicht sollten wir das nicht öffentlich vorlesen. Werte Zulamin, schönste Frau unter der Sonne. Immer Boltag. Wieder muss ich doch an die... ihr lasst mir gar keinen Spaß. Naja, Boltax, das ist nicht witzig, wenn sie nicht hier ist. Wenn sie hier wäre, würde ich den Scherz auch sehr witzig finden. Aber so ist es etwas geschmacklos. Da muss ich Habel mir leider recht geben. Oh, guckt mal, hier ist noch etwas drunter geschmiert. Das kann ich aber nicht lesen. Da ist wohl etwas Tinte ausgelaufen. Wie gönnt man mir einen Scherz? Verzurrt die Tower! Ihr habt's gehört. Tower werden verzurrt. Wir sollten uns aufmachen, den Gefangenen in die Tempel zu bringen. Vielleicht sollten wir einfach vorgehen. Vielleicht sollten wir erstmal ankündigen, was wir wollen, bevor wir mit dem Gefesselten von Bord kommen. Das meinte ich mit vorgehen und... Ah, gute Idee. Ja, so könnt ihr aus der Kajüte nach oben treten, beziehungsweise nach draußen. Es ist immer noch stetiger Regen, der warm von unten, von oben herunterfällt und die Planken durchaus glitschig macht. Aber es ist trotzdem angenehm warm, es weht kein Wind, also dass es einfach nur feucht ist. Kurt Alem liegt vor euch, marderisch, traumhaft in der Tirok-Mündung und ihr könnt bereits von hier aus den prächtigen Sonnentempel erkennen, der in der Mitte der Stadt aufragt. Nun, das Ziel ist erkannt, schreiten wir drauf los. Ja, schaut mal, dort gibt es Essen am Straßenrand zu kaufen. Wollt ihr vielleicht kurz, das sieht sehr köstlich aus. Wenn euer Magen das verträgt. Oh, das sind Preiosblumenkerne, warum sollten mein Magen das nicht vertragen? Nun ja, diese Straßenhändler sind nicht sehr, pfleglich mit der... mit dem Umgang mit Lebensmitteln. Ich bringe euch auch was mit, ihr müsst hier nicht fragen. Nein, danke, ich verzichte. Also 1, 2, 3, 4 Portionen, alles klar. Dein Essen wirklich nicht immer am Hafen kaufen, Boltax. Ich weiß, was wir alles reinmachen. Naja, aber die Häuser hier sind doch gar... Also erinnert euch die nicht irgendwie an die im Norden? Ja. Wer baut denn so Häuser, also wirklich? Mittelreicher vermutlich. Eine seltsame Mischung aus verschiedenen Stilen erkenne ich. Als wenn der Baumeister nicht wusste, was er tat, oder ein prähelarischer Baustil neben einem, Preis-Govan-Baustil steht. Naja, das waren auf jeden Fall schöne Wörter, Abelmir. Ja, man kann da drüben auch noch Brandspuren erkennen. Also, es wurde wohl auch vor einiger Zeit wieder neu gebaut. Naja, aber Gareth brennt ja auch regelmäßig nieder. Ich denke, das wird am Baustil liegen. Ich verstehe nicht, warum die ihre Dächer nicht flach machen. Wo soll man denn sonst seine Wasserpfeife genießen? Oh, hier. 4 Portionen Preiosblumenkerne geröstet mit etwas Salz. Lecker, lecker, lecker. Ich reiche meinen Andraffin weiter. Oh, guck mal, ich habe 2 Portionen gekriegt. Oh, das war doch groß. Dann genieß sie jetzt. Die sind sehr köstlich. Ja, ihr könnt bereits am Hafen erkennen, wie dort ein prächtiger Effa-Tempel liegt und auch die Garde, die ein interessiertes Auge auf euch geworfen hat und euch nun beobachtet. Eine große Muräne, die neben den Schwertern auf ihrer Rüstung prangt.
Tja, dann lasst den Paktierer erstmal hier und stellt euch erstmal vernünftig vor, bevor wir den abgeben. Ja, sagt der Dukate bei Garde, die sollen den Abreise fertig machen. Machen wir. Und nicht anfassen. Hey Ramirez, komm her. Naja, Kapitän, wollt ihr uns vorstellen oder soll ich? Ja, ich weiß nicht, ob ich wirklich so willkommen bin, ein Preistempel. Doch. Vielleicht solltet ihr, Rafim, nun dieser, naja, Querellen. Ja, ich bin ja auch der Diplomatische von uns. Na gut, ich habe euch vorgewarnt. Nun gut, lasst uns gehen. Zur Not kann ich das auch machen. Wir Zwerge pflegen einen sehr guten Umgang mit allerlei Tempeln. Ja, da hat er recht. Außerdem habe ich Breiusblumenkerne. Das mögen sie bestimmt, wenn man die isst. Ja. Gut. Lass uns gehen. Ich schnipse mal so ein paar Schalen beim Gehen weg. Lecker. Ja, du kannst auch sehen, wie wohl auf dem ganzen Hafengelände, also sowohl an den Kai-Stegen als auch dann eben auf dem gesamten Platz, zahlreiche weitere Breius-Kerne dann herumliegen, beziehungsweise die Schalen davon. Es ist nicht so viel los, vor allem im Hafen nicht. Das Einzige, was ihr erkennen könnt, dass die Schiffe wohl brabakinischem Ursprung sind. Nicht so sehr hochseetauglich, sondern eher küstentauglich. Und die Händler dazu eben auch alle sehr südländisch aussehen. Alle haben sehr dunkle Haut und vor allem auch kupferfarbene Haut. Ja, einige Mittelreicher sind aber auch darunter.